Okay, Leute, wir sind jetzt beim Masterschwert und hier steht. Ja. Lesen wir es mal vor. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Muss aber komisch aussehen. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Du hast gehört, Link. Also zieh das Schwert raus. Na, so ein cooler, epischer Moment, oder? Und? Cool, oder? Das ist eine epische Szene. Link, ich bin es, Sarasrala. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Ha! Cool, da braucht man einfach nur ein Schwert aus dem Stein zu ziehen und schon ist man der Held oder der König. Wow, seht euch mal die Tiere an! Link, Hilfe! Die Burgwachen dringen in die Kathedrale ein! Ah! Okay, das letzte hat sich wie eine Eidechse angehört, oder? Der Nebel ist auch weg. Ach, viele, die jetzt das ein bisschen komisch finden. Ja, ich spiele die Szene nochmal nach. Aus einfachem Grund. Mit der vorigen Aufnahme. Ja, sagen wir mal, gibt es da ein Problem. Genaues möchte ich jetzt nichts dazu sagen. War privat. Also. So ist es ja. Hurra, das Masterschwert! Nein, doch nicht. Schade. Interessant, dabei hast du doch das Masterschwert schon geholt. Ich verstehe das ernsthaft nicht. Warum zur Hölle greifen mich diese Vögel an? Wieso? Keine Zeit mit euch zu spielen. Eine Prinzessin will gerettet werden. Ich stelle das mir aber nicht so schön vor, immer ständig gerettet zu werden zu müssen. Aber da sind wohl die Prinzessinnen von Nintendo recht gewöhnt. Ich meine, gewöhnt, eher dran gewohnt. Gewöhnt, gewohnt. Scheiße. Toll, da hebe ich nur einmal das Schwert hoch. Eher das Schwert, den Busch. Und da muss ich irgendwie so Mob dahinter verstecken. Ich komme! Zelda! Ich glaube, ich komme zu spät. Wieder mal. Wieso kommt der Held meistens immer zu spät? Link. Du kommst eine Sekunde zu spät. Dann hätte ich die doch gesehen. Ich konnte es nicht verhindern. Zelda, die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Burgturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Du bist unsere einzige Hoffnung. Oh, super toll. Und jetzt macht er die Jedi-Nummer und verschwindet. Ich muss sagen, ich war damals geschockt, dass er gestorben ist. Zu sagen, naja, weil durch diverse Zeichentrickfilme, ja, wie Saber Rider, okay, Saber Rider ist ja eigentlich ein Anime, da wurde immer suggeriert, nö, die Guten sterben ja gar nicht und sowas. Sie sind ja nur betäubt. Zu sagen, ja, ist klar, als ob Bösewichte, die eine Welt erobern wollen, tatsächlich auf Betäubung gehen. Zumindest das war immer die Erklärung bei Zelda. Da hat man tatsächlich immer wieder so gesagt, die schießen mit Betäubung die Finsterlinge. Ja, toll. Wo ich mich frage, warum? Aber peinlich ist ja die Situation, wo tatsächlich ein Bösewicht, also ein Outrider, der wirklich ziemlich skrupellos ist, missfähig, tatsächlich. Tschüss. Ja, ich renne voll in die Schwerter rein, herrlich. Komm schon. Ja, dass er tatsächlich darauf bestand, dass seine Männer auf Betäubung scheiden. Beziehungsweise, der wurde verhaftet. Und da hat er halt die Soldaten, die ihn wegbringen sollten, betäubt. Und hat auch gesagt, seid froh, dass ich auf Betäubung gestellt habe. Da denkt man sich, what the fuck, du bist ein Bösling. Du erschießt deine eigenen Leute. Also warum auf einmal so nett?
Ja, kann auch vielleicht sein, dass er halt die Souveränität besitzt, zu sagen, nee, ich lege keine Hand an gegen meine Leute. Und zerstört. War das so eine Art Fledermaus? Ja, deswegen. Und darum bin ich auch ein bisschen, naja, doch geschockt, wenn tatsächlich. Ach ja, ich kann ja schleudern. Das soll ich vielleicht mal auch anwenden, dann vereinfache ich mir die Sache auch. Wow, was für ein Glitch oder Leck. Hol mir das Geld. Ja, Rubine. Ja, darum. Es sterben wirklich keine bei Silverrider. Obwohl im Original sterben Leute. Und auch bei Outrider gibt es nämlich gar keine Fanzonzone. Warum ich das erzähle? Nun ja, ich kenne die Originale daher. Ach. Uah, schon wieder mich vertan. Naja. Oh, komm schon. Geh tot. Ja, stirb. Ja, super. Naja. Es ist aber auch ziemlich traurig, dass die Amis so, also zumindest Web oder WEP, also ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt genau ausspricht, das ist halt World Entertainment Corporation? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben Silver Rider rausgebracht, Voltron und Dimmu, der letzte Dinosaurier. Und gehe ich überhaupt hier richtig? Kein Plan. Ich kann jetzt ja auch hier in Ruhe quatschen, weil es ist ja nicht hier so viel Action, zum Glück. Macht doch Geräusche, wenn ihr kommt, okay? Okay, es war tatsächlich so gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es heutzutage ist. Ich gucke eigentlich recht selten. Oh, oh. Mist, jetzt hat er mich erwischt. Wichslappen. Ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass tatsächlich Animes zensiert werden. Zum Beispiel bei Sanji, der hat einen Lolli anstelle einer Zigarette. Und ja, fick ruhig mal weiter. Wieder den Abgrund an. Ich wollte ihn am Kopf schmeißen, aber habe ich irgendwie das verpasst. Und tschüss. Ich finde es so geil, immer die Schweißperle erwähnt, die irgendwie in den Abgrund fallen. Ich erledige dich, weil Bogenschützen sind immer arschig, weil sie sind arschig. Und. Oh, hör auf mich anzuwichsen, Mann! Dixen an Wand oder hier die Fackel rein. Okay. Ja, das ist tatsächlich so eine Zensur. Und auch da war, auch bei Saber Rider und Voltron haben sie total zensiert. Ja. Und das ist so peinlich. Okay, ja, Moment, ich lese es mal vor. Hör gut zu, Link. Selbst mit dem Masterschwert kannst du den Zauberer nicht bezwingen. Ist ja egal. Erst wird gesagt, du musst das Masterschwert haben und damit kannst du den Zauberer in den Arsch treten. Und jetzt heißt es, nö, du kannst ihn damit nicht bezwingen. Aber es ist mir nicht vorher erzählt. Finde einen Weg, seine böse Magie auf ihn zurückzuschleudern. Naja. Machen wir also auf Bum Bum Link, hä? Also, ja, okay, es gibt einige Sachen, da sage ich, okay, das muss man wirklich nicht unbedingt haben, wie dieser mit seinem Spieß da, der aus Link ein Spießlink machen will. Aber mal ganz ehrlich, Leute, was ist eigentlich schlimmer? Oh Mann, ich kenne meine Abneigung gegenüber Fledermäuse, oder? Aha, da der Knopf im Mikro.
Ich würde ja gerne, aber ich befürchte, wenn ich daneben will, macht er aus mir einen Spießling. Ja, wieso Spießling? Das hat mein Freund immer gesagt. Jedes Mal, wenn Link irgendwie von so einem Speer oder so einer anderen netten Waffe gekitzelt wurde, meinte er Spießling. Und wenn Link in die Lava fiel, was auch bei Twilight Princess so schnell passieren konnte, oder in Wind Waker, meinte mein Freund Bratlink. Wurde Link angekokelt, war ein Grilllink. Und wenn er tiefgefroren war, war ein Frostlink. Ach ja, ich habe ja vergessen, dass ich ja wieder aufgeladen bin. Oh, kommt. Ach ja. Oh, komm. Ja, also wenn Link schockgefroren war, dann war er ein Frostlink. Er sagt es auch so ganz komisch. Jetzt hast du einen Frostlink. Jetzt. Oder jetzt ist ein Frostlink. Ja. Okay, ja, wieder zum Thema zurück. Also ernsthaft, Leute, was haltet ihr schlimmer? Wenn, sag ich mal, wirklich in einem Zeichentrickfilm, Cartoon, ja, Animes wurden tatsächlich als Cartoon und Zeichentrickfilme bezeichnet, wirklich auch gezeigt wird, dass Krieg kein Spiel ist. Das heißt, dass man auch Tote sieht. Ich dachte schon, wollte es nur runterfallen oder doch nicht. Oder wenn es, sag ich, verharmlos wäre, dann Motto, nein, die schlafen ja nur, die waren so müde und sowas. Reife Leistung, Farias. Ja, versteht ihr, was ich meine? Nach dem Motto, man sieht eindeutig, er liegt da und nicht gerade gemütlich und dann heißt es, ach, der ist nur betäubt. Ja. Tschüss. Da frage ich mich allen Ernstes, ist das nicht irgendwie verherrlichend, weil man Krieg wird da praktisch verharmlost. Und Krieg ist alles andere als harmlos. Oh, jetzt hält er. Oh lala, Link, schön, dass du gekommen bist. Ich habe auf dich gewartet. Erschien, okay, gekommen hört sich ein bisschen eindeutig zweideutig an. Und was hat er mit seinem oh lala? Endlich kann ich Zelda vor deinen Augen verschwinden lassen. Sieh genau hin. Noch siehst du sie in ihrer ganzen Armut. Aber nicht mehr lange, Kleiner. Kleiner wird irgendwas groß geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Wo ist eigentlich Zeldas Diadem? Ihr Diadem, Diadem, ihre Krone. Na toll. Ja, man kann nichts machen. Egal, was ich tue, ich muss das mir ansehen. Und es hat damit auch nichts zu tun, dass ich mir Zeit gelassen habe. Das spielt keine Rolle. Na bitte, damit ist das Siegel der sieben Weisen endlich gebrochen. Nur wird es nicht mehr lange dauern, bis das Böse in Hyrule seinen Einzug hält. Nicht einmal der Held der Legende kann uns jetzt noch aufhalten, denn die goldene Wache ist mit uns. Mach's gut, Kleiner. Schon wieder falsch geschrieben. Toll. Moment mal, das Auge da, was ihr da seht. Ist es nicht so ein schicker Zeichnen? Okay, wollen wir jetzt mal Arganin für sein blödes Gequatsche eins aufs Maul geben. Oh lala, du möchtest mich zum einen Duell herausfordern? Nichts lieber als das. Was hat er mit seinem oh lala? Mist. Ja, ja, das ist so eine Tradition. Und einfach hier die Bälle zurückschleiden. Also, wir spielen Tennis. Bum, bum, Link. Okay, ich glaube, die Dinge soll ich mal lieber ausweichen, wie ich es früher gemacht habe. Aha. Nee. Ja, mach mal. Ja, wenn er in der Mitte oben ist, auf keinen Fall zurückschleimbar, dann macht er eins auf Palpatine. Na, endlich. Ich dachte schon, ich treffe nicht mehr, weil der Trottel meint, er muss unbedingt irgendwelche Rose. Die schleudere ich jetzt nicht zurück, weil bringt ja gar nichts. Also mach's wohl nicht immer, wenn er in der Mitte ist. Komm schon, mach wieder. Mach die andere Attacke, Arganin.
Da spielt weder den Imperator. Boah, komm schon. Na, Englisch. Ich hoffe, er macht das jetzt nicht ständig mit diesem komischen Kreisdinger, weil ich... Warum frage ich? Arganem, beeil dich. Mach hinne. Mach hinne und geh endlich sterben. Ja, sterben tut der Kerl ja noch gar nicht. Weil ich möchte nämlich das hier auch mal beenden und ich einen unnötigen Langpartner. Jetzt macht er wieder die Imperator-Nummer. Also wenn er mal oben ist, Leute, geht weg. Geht zur Seite. Eigentlich soll es auch mit dieser Attacke, sollte man eigentlich auch mit... Ja, warum habe ich das jetzt gemacht? Sollte man auch mit Schmetterlingsnetz machen. Ich werde es jetzt nicht tun. Und warum bin ich hier einfach ausgewichen? Okay, jetzt auf einmal. Ich kann... Ah, verstehe. Wenn er sich nicht bewegt, dann könnte ich ihn das blöde Ding zurückschleudern. Doch nicht, Bum Bum Link. Ach komm! Arganin, langweil mich nicht. Dein blödes Gequatsch ist schon so nervig. Echt. Oh la la, das war ein heldenwürdig. Aber so schnell gebe ich nicht auf. Attention! Ich werde dich nur in die Schattenwelt verdammen. Ha! Was für ein Arscher für einen schlechten Verlierer. Tja, willkommen in Schattenwelt. Bevor ich das jetzt mal jetzt vorlese, will ich noch mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe tatsächlich einmal vergessen, die Schatten... Ja, die Mondperle dabei zu haben. Und dann war ich tatsächlich in rosa Kanicke und da meinte Sarah auch, aber zuerst solltest du noch die Perle holen gehen. Und... Dieses komische Rauschen. Ist das normal? Ich hoffe, die Aufnahme klappt. Kann übrigens sein, dass ich die Anekdote schon mal erzählt habe. Wenn ja, tut mir leid. Alter, das hört sich gruselig an. Link, kannst du mich hören? Ich bin der Sarsala, der zu dir spricht. Der Ort, an dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun, es ist die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Und ein komischer Wind weht. Der Zauberer scheint das Siegel der Weisen gebrochen zu haben. Damit schuf er am Eingang der Burg eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, ist die Lichtwelt zu retten. Na toll, erst soll ich das Masterschwert holen, nun ist die goldene Macht zurückgewonnen. Na was soll's, ich bin Held der Heid. Ich hab nur mal die Arschkarte. Who cares? Auch musst du die sieben Mädchen... Ja, wo steht die? Auch musst du sieben Mädchen befreien. Sie sind Nachfahren der sieben Waisen. Ihre ererbten Kräfte werden dir bestimmt helfen. Sie werden in den Verliesen der Schattenwelt festgehalten. Geh zuallererst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Mannes, bitte. Das war wirklich ein merkwürdiger Bug. Okay, endlich habe ich das nachreichen können. Entschuldigung. Ich bin Paria Serie 8. Ja, ja, 80. Oder auch Parias 080. Und wir Let's Playen. Sie liegt schon auf Zelda, Link to the Pass. Matane.